Tja, der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Kein Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Kein Saft. Mein Vater hat immer gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. Terra Incognita Scenic Highway. Nächster Ort, Longshot by the Sea. Klingt vielversprechend. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Abgeschlossen. Natürlich. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Bitte lassen Sie mich rein. Ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Steuerfahndung, aufmachen. Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Keine Chance. Zugefroren. Als ob es hier jemals regnen würde. Ein versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Passt. Das war irgendwie zu einfach. Ganz schön finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Ein versteckter Schalter. Das muss der Hauptschalter sein. Ich kenne das Bild. Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Ein Foto von einem Büffel. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? XXL, ohne Nachfüllen. Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Bisschen ab vom Schuss. Kirschkuchen. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm, nein, danke. Ziemlich angestaubt. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen.
Schon wieder dieser gruselige Song. Jetzt funktionieren sie wieder. Schön ausdrücken. Du bist ja halb verdurstet. Nicht bevor ich nicht auch noch den Motor gekühlt habe. Stromkabel. Sie taut ab. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Hier, deine wohlverdiente Abkühlung. So, das hätten wir. Los geht's. Nun komm schon. Spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken.